Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Heute bin ich mal seit langem wieder auf Peak-Hunting-Tour. Ich möchte den Heerberg bei Lichtenfels heute besteigen. Das ist eine relativ kleine Tour. Ich denke, es wird so etwa 5 Kilometer lang sein und wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden dauern. Es wird ja heute auch schon schnell dunkel. Es geht jetzt schon auf 3 Uhr zu und um 5 Uhr ist es schon dunkel. Also sollte ich mir nicht zu viel Zeit lassen, wobei ich auch eine Stirnlampe dabei habe. Wie immer möchte ich euch bitten, meinen YouTube-Kanal Maratomi zu abonnieren. Da kriegt ihr immer die neuesten Filme zum Thema Laufen, Sammeln und Reisen mit. Aber nun auf zur Tour. Ich muss noch schnell meine Sachen zusammenpacken und dann geht's gleich los. Nun geht's auf einem schönen Wanderweg los. Erst noch etwas Asphalt da hinten, kommt aber dann schon Schotter und dann hoffentlich schönere Wege noch. Da habe ich schon den Berggipfel vermutlich vor Augen. Das soll auch ein Aussichtsturm sein, da bin ich mal gespannt, wie die Aussicht ist. Ist sicher nicht uninteressant, wenn es so jetzt auch schon ein bisschen auf Abend zugeht. Hier hinten sieht man Kloster Banz. Momentan habe ich wenig Kondition, da werde ich wahrscheinlich jetzt dann ein bisschen ins Schnaufen kommen. Zur Ehre der heiligen Dreifaltigkeit sind wir hier drei Heiligenfiguren. Wir sind hier also in einer heiligen Gegend. Kein Wunder, hier hinten ist ja auch Kloster Banz und links davon, das sieht man jetzt nicht, 14 Heiligen. Jetzt habe ich doch durch lauter Sonnenweg die Abzweigung verpasst. Jetzt gehe ich hier hoch. Müsste ja auch hinhauen. Jetzt geht es jedenfalls den Berg hoch. Ja, wie ich befürchtet habe, habe ich massiv Kondition abgebaut, weil ich wenig Berg in letzter Zeit gemacht habe. Und jetzt muss ich schon bei so einem läppischen Anstieg ganz schön schnaufen. Mit Hochlaufen ist da momentan jetzt nichts mehr. Merkt man, wenn man nichts macht, wird man gleich abgestraft. Und dazu noch zu viel zu futtert, dann gleich nochmal. Wenn man noch überflüssige Pfunde dann hier hochschleifen muss. Hier sehen wir den Staffelberg in der Ferne und links davon jetzt gleich 14 Heiligen. Ich habe es mal hier reingezoomt, hier im Dunst sieht man es. Und hier nochmal Kloster Banz. Ja, es geht schon langsam zur Richtung Gipfelregion hoch. Hier kommt anscheinend eine kleine steile Rampe noch. Ja, hier wird es ja fast noch alpin. Man soll es nicht glauben. Auf einem Berg, der nicht ganz 400 Meter hoch ist. Das hier sieht fast etwas nach Burgstall aus. Vielleicht haben wir hier auch Sandsteine abgebaut. Ja, jetzt habe ich den 398 Meter hohen Heerberg eingesammelt. Nicht sehr spektakulär, der Gipfel. Hier sieht man wenig. Es soll hier in der Nähe aber auch noch einen Aussichtsturm geben. Ich schaue mal, ob ich ihn finde. Und dann hoffe ich, dass man da hochsteigen kann und die Aussicht genießen kann. Wollen wir mal sehen. Da hinten ist schon der Aussichtsturm. Ich hoffe, man kann hoch. Und da ist der Aussichtsturm. Da ist ein richtiges Loch. Da hat man wohl Sandstein abgebaut. Ja, der Aussichtsturm ist leider verschlossen, also wird es nichts mit einer schönen Aussicht. Da hätten wir wahrscheinlich wunderschöne Aussicht auf Kloster Banz und 14 Heiligen. Schade. Nun geht's zurück auf einen etwas anderen Weg. Das Abendlicht ist schön. Jetzt geht's nochmal einen kaum erkennbaren Bergpfad hinunter. Habe ich jetzt erst ein bisschen suchen müssen. Ich hoffe, das ist jetzt der Weg, der hier direkt runter geht. Hier scheint ein bisschen besser zu erkennen sein. Ohne Stecken wäre ich jetzt hier auf dem Hintern gelandet, bin voll ausgerutscht. Konnte mich gerade noch mit den Stecken fangen. Also das war wie Schmierseife. Ja, jetzt fast ein halbes Jahr nach dem letzten Deutschlandlauf bin ich wieder richtig außer Training. Und auch was die Geschicklichkeit betrifft, da wäre ich wahrscheinlich nicht so leicht da ausgerutscht, weil da wäre ich vorsichtiger gewesen, wenn ich da runtergegangen wäre. Wobei beim letzten Deutschlandlauf war es ja sehr trocken, da waren wenig Wege glitschig. Hier sieht man Lichtenfels und dahinter 14 Heiligen. Praktisch das Maintal
Und hier wieder den Staffelberg nochmal. Und hier nochmal Klosterbanz in voller Pracht. Ach, das Herbstlicht ist wunderbar. Wunderschöner Sonnenuntergang. Jetzt geht es noch ein paar hundert Meter weiter, zurück zum Auto. Und dann ist diese schöne Tour auch schon zu Ende. Schönste war jetzt hier natürlich der Blick auf 14 Heiligen und Kloster Banz bei Sonnenuntergang, der ja jetzt noch wunderschön war. Dann bis zum nächsten Mal. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wie schon gesagt, bitte abonniert auch meinen YouTube-Kanal Maratomi. Da freue ich mich einmal darüber. Und auf der anderen Seite kriegt ihr auch immer wieder die neuesten Filme von mir mit. Ciao!